und auf Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier 1045 Stimmen. Damit war Frank-Walter Steinmeier im ersten Wahlgang gewählt. Max Otte, der Kandidat der AfD, kam auf 140 Stimmen. Stefanie Gebauer, Kandidatin der Freien Wähler, auf 58. Und der Sozialmediziner Gerhard Trabert, Kandidat der Linken, erhielt in der Bundesversammlung 96 Stimmen. Steinmeier nutzte seine erste Rede, um sich direkt an den russischen Präsidenten zu wenden. Ich appelliere an Präsident Putin, lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine, suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt. Auch der Klimawandel und der Kampf um den richtigen Weg besorgt den Bundespräsidenten. Diese große Aufgabe, diese Transformation hin zu einer nachhaltigen Lebensweise auf unserem Planeten, die sucht kein Land, die sucht keine Regierung sich einfach aus. Sie ist nicht weniger als die Überlebensfrage der Menschheit. Mut geben und Zuversicht verbreiten, das wolle er als Bundespräsident. Jede und jeder, der anpackt, im Großen und im Kleinen, der bringt die Kraft der Demokratie zum Leuchten. Liebe Landsleute, gehen wir es gemeinsam an. Ich jedenfalls freue mich auf das, was vor uns liegt. Herzlichen Dank. Dafür hat er nun 5 weitere Jahre Zeit.